Jetzt gucken wir uns das erste Programm in MATLAB an. Das sollte insgesamt nicht so viel anders aussehen als mit der Embedded Workbench. MATLAB kennen Sie sowieso schon aus der Mathe-Vorlesung, allerdings den unteren Teil hier, das Command-Window. Ich sage unterer Teil, das ist mit Vorsicht zu genießen. Sie können dieses Fenster natürlich sonst wo anmortieren oder auch aus dem Verband lösen, je nachdem, was Sie hier so anklicken. Also typischerweise ab Werk steht es erstmal da unten, das Command-Window. Das kennen wir schon. Da kann ich sagen, auch gib mir mal eine Variable a, da soll ein Vektor drin stehen, und zwar ein Spaltenvektor mit den Einträgen 3, 4, 3, 4 und 5. Semikolon, damit er das nicht sofort wieder ausgibt, weil das nervt. Eine Variable b, ein anderer Spaltenvektor, vielleicht minus 6 und 2 und 9. Weil ich so kreativ bin, sage ich eine Variable c mit dem Kreuzprodukt von den beiden a, b. Und, können wir jetzt nicht ablesen, zu klein da. Muss ich noch ein bisschen mehr Platz spendieren. Da haben wir es. So, das wäre also das Kreuzprodukt. 26 minus 57, 30. Wenn man nun experimentieren will mit den Daten, hier ist das nicht so spannend, aber stellen Sie sich vor, Sie bauen irgendwelche komplizierten Plots und wollen sich entscheiden, oh, mache ich es in rot, mache ich es in grün, dicke Linie, dünne Linie, die Daten glätten, nicht glätten, den Differentialgleichungslöser umstellen und so weiter und so fort, dann möchte ich das Ganze 20 Mal ausprobieren und dann möchte ich jedes Mal wieder von vorne alle x Zeilen eintippen, sondern einfach nur eine Zeile ändern und das Ganze nochmal durchrattern lassen. Oder ich möchte, was ich hier gemacht habe, weil es so genial war, speichern und an andere Leute weitergeben, dass sie das für andere Sachen benutzen können. Dann will ich das hier nicht mehr in der Kommandozeile haben, sondern ich möchte das Ganze zu einem Programm machen. Und da kommen wir in das Fensterchen hier oben, das Fenster, was typischerweise der Editor hier oben ist. Damit erzeuge ich Skripte, eine Art Programme, die dann auch ziemlich kompliziert werden können, wenn man will. Ich werde mal erstmal wieder diese drei Variablen los, die ich da angelegt habe. Auf diese Weise clear all, dass er die vergisst. Dasselbe, was ich hier unten eingetippt habe, ich bin jetzt ganz dreist und kopiere das einfach da raus. Das kann ich natürlich jetzt auch zu Fuß eingeben. Das ist faul. So, die werden jetzt nicht sofort ausgeführt, sondern erstmal als Rezept abgespeichert, um später ausgeführt zu werden. Also abspeichern, hier natürlich das Kettensymbol. Irgendwo, von mir aus an Titel 3, sehr kreativ, zur späteren Verwendung sozusagen. Und nun kann ich hier, wenn ich so ein Skript geladen habe, können Sie sich einfach hier aus den Verzeichnissen was aussuchen, da sehen Sie an Titel 3, wenn Sie so eins geladen haben, zum Beispiel ist eine Art Skript auszuführen, hier einfach mit dem grünen Pfeil, zu sagen, okay, mach mal, und Sie sehen, alle wieder da, ABC-Ergebnis da. Jetzt hat er das in einem Rutsch ausgeführt, was ich eben Zeile um Zeile eingegeben habe. Wichtig ist bei dem Ausführen, damit Sie keine komischen Fehlermeldungen kriegen, dass Sie hier links als aktuelles Arbeitsverzeichnis das gewählt haben, in dem auch diese Skriptdatei sitzt. Sonst gibt es von MATLAB was auf die Finger. Das kann man auch noch anders einstellen, so ein bisschen kompliziert. Also zunächst erstmal dafür sorgen, dass Sie links dasselbe Verzeichnis haben, in dem Sie hier auch sitzen mit Ihrer Skriptdatei. Sonst gibt es krumme Fehlermeldungen. Das geht auch wieder in Einzelschritten, die Ausführung. Also wir können auch MATLAB bei der Arbeit zugucken. Ich mache mal wieder Clear All. Also Cursor-Taste nach oben, um den letzten Befehl zu wiederholen. Vergiss mal alle und jetzt gehe ich mal in Einzelschritten durch. Dazu setze ich zum Beispiel einen Breakpunkt, einen Abbruchpunkt, hier mit Mausklick auf den Strich, um zu sagen, okay, da mal anhalten. Mach mal, aber halte an dem roten Punkt an. Auf diese Weise. Also Programm gestartet. Die erste Zeile ist durchgelaufen. A ist so und so viel. Sehen wir da. Das ist noch nicht ausgeführt. Im nächsten Schritt wird das jetzt ausgeführt werden. Das ist dann wohl hoffentlich dieser hier. Toi, toi, toi. Dafür gibt es auch wieder natürlich einen Tastaturbefehl. Zack, der ist ausgeführt worden. Hier steht der Wert von B. Und wenn ich das nochmal mache, zack, ist der letzte ausgeführt worden. C ist das Kreuzprodukt, da steht das Kreuzprodukt. Also das geht dann auch wieder wie in Einzelschritten, zum Debuggen insbesondere, wie in der Embedded Toolbench. Und hier stoppen wir das vielleicht mal.
das als erste Idee, wie man in MATLAB anfängt zu programmieren.